Ich freue mich, Sie jetzt also auch alle wieder zum zweiten Panel dieses Tages zu begrüßen, das sich weiterhin mit der Erosion der Weimarer Republik als Basis beschäftigen wird, aber natürlich auch darüber hinaus gehen wird, wie wir gerade schon gesehen haben. Wir freuen uns hierfür, drei weitere ausgewiesene Expertinnen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Stefanie Middendorf, Mark Jones und Moshe Zimmermann. Ja, Sie dürfen gerne klatschen. Stefanie Middendorf wird gleich den ersten Vortrag halten. Sie ist Professorin für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der deutschen und französischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und der Demokratie- und Diktaturforschung. 2022 ist von ihr die im Rahmen eines großen Forschungsprojekts zur Geschichte des Reichsfinanzministeriums verfasste Studie Macht der Ausnahme erschienen. Sie stellt darin eine Frage in den Mittelpunkt, die sicher auch heute noch brandaktuell ist. Wie wird in Zeiten der Ausnahme und Krise regiert? Anschließend freuen wir uns auf Mark Jones. Mark Jones lehrt und forscht am University College Dublin. Er ist eine ausgewiesene internationale Stimme zur Geschichte der ersten deutschen Demokratie. Und er ist einer von zahlreichen AutorInnen, die jüngst ein Buch mit Schwerpunkt auf das Jahr 1923 publiziert haben. Er war allerdings dabei einer der ersten, glaube ich. Es erschien schon weit im letzten Jahr. Unter dem Titel 1923, ein deutsches Trauma. Sein Blick richtet sich dabei insbesondere auf den Zusammenhang zwischen Gewalt und politischer Kultur. Kommentiert und moderiert wird dieses Panel von Moshe Zimmermann. Er war langjähriger Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem und Direktor des dort angesiedelten Richard-Köbner-Zentrums für deutsche Geschichte. Hierzulande hat er unter anderem zahlreiche Stationen als Gastprofessor inne und war Teil der einst von Joschka Fischer eingesetzten Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Auswärtigen Amtes, einer der ersten dieser größeren Forschungsprojekte der Art. Zuletzt erschien von ihm die Biografie des früheren israelischen Nationaltrainers, Fußballnationaltrainers Emanuel Schaffer. Wir freuen uns sehr auf Ihre Beiträge und das folgende Panel. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich habe jetzt während des ersten Panels ganz viel an meinem Vortrag rumgefeilt und versucht, die Fäden, die da schon in der Luft hingen und auch die großen Fragen, die schon adressiert wurden, aufzugreifen. Und trotzdem gehen wir jetzt mit meinem Vortrag ein bisschen wieder zurück nach Weimar, wo wir ja am Anfang auch schon waren. Gleichwohl ist dieses Thema oder der Erfahrungsraum, um den es mir geht, die Zeiten der Ausnahme, etwas, was eben in dieser Zeit keineswegs nur die Weimarer Republik betrifft, sondern eine europäische oder auch sogar globale Erfahrung darstellt. Wie wird in Zeiten der Ausnahme regiert? Was wird überhaupt als Ausnahmezustand definiert? Das Regieren mit Ermächtigung, all diese Dinge könnte man auch an anderen Staaten und Gesellschaften als dem Deutschen untersuchen und diskutieren. Ich werde mich jetzt im Folgenden vor allem auf den deutschen Fall konzentrieren. In zwei Perspektiven vertieft mein Vortrag vielleicht das, was Michael Wild schon angesprochen hat mit der Bedeutung politischer Eliten und politischer Institutionen für das Gelingen von Demokratien oder für die Stabilität oder Fragilität von Demokratien. Zum einen werde ich auf das eingehen, was gerade auch schon ein bisschen anklang, gesellschaftliche Ordnung bzw. mentale Mobilisierung, gesellschaftliche Zustände. Und zum Zweiten, und da wird es zum Teil ein bisschen technisch, auf den quasi Maschinenraum, das Innere des Regierungsapparats. Der hier mit dem einzigen Foto, was ich finden konnte, von ihm zu sehende Journalist Balder Olden, auch Schriftsteller, im Ersten Weltkrieg Freiwilliger in der kaiserlichen Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika, und später von den Nationalsozialisten zur Flucht gezwungen, schrieb
schrieb 1932 im Journal Das Tagebuch eine sarkastische Glosse über den Zustand der Weimarer Republik. Ruhe und Sicherheit auf den Straßen, hieß es dort, das nennt man in Berlin 1932 Ausnahmezustand, umgekehrt wie im Sudan. Anders als im Deutschen Reich, wo täglich und nächtlich gerauft, geschossen und gedolcht werde, sei es in Khartoum oder Omdurman, wo er kurz zuvor gewesen sei, vergleichsweise ruhig. Während in kolonialen Räumen nun also Sicherheit und Ordnung, ja friedfertige Normalität herrsche, sei der Urwald in Berlin angesiedelt. Dort regiere ein gewaltsamer Regelzustand, der nur immer wieder nur kurzzeitig durch die Ausrufung von Ausnahmezuständen zivilisiert werde. Oldens Beschreibung brachte ein verbreitetes Gefühl der späten Weimarer Jahre auf den Punkt, den Eindruck, sich beständig jenseits der Normalität zu bewegen. Die Weimarer Republik, das ist meine Ausgangsbeobachtung, war eine Gesellschaft, die nie ganz aus dem kämpferischen Modus der militärischen Mobilisierung und Belagerung herausfand. Manche Kollegen haben sie daher als bellizistische Republik beschrieben und auf den breiten Wehrkonsens verwiesen, der unterschiedliche politische Lager verbunden habe. Ich möchte stattdessen zur Charakterisierung des Zustands der Weimarer Demokratie, das war ja auch eine der Ausgangsfragen, die die Organisatoren der Tagung uns vorhin auf den Weg gegeben haben, also auf diesen Zustand, zur Charakterisierung dieses Zustands eben auf die Ausnahme als eigenen Erfahrungsraum eingehen, den auch Oldens Glosse thematisierte. Als gesellschaftlicher Erfahrungszusammenhang prägte dieser Zustand eben nicht nur die öffentlichen Räume, die Olden in dieser Glosse beobachtete, sondern auch die Formen des demokratischen Regierens und das Innere des Staatsapparates, auf das ich im Folgenden näher eingehen möchte. Und ich möchte diesen Ausnahmezustand in drei Dimensionen betrachten. Zum einen als Transformationsregime vom Belagerungszustand und Kriegszustand des Ersten Weltkriegs zum Ausnahmezustand in der Frühphase um 1919. In einem zweiten Schritt als Instrumentarium demokratischen Regierens in all seiner Ambivalenz seit 1923. Und drittens als Auftakt zu staatlicher Willkürherrschaft nach 1933. Und ich beginne mit ein paar sozusagen Informationen oder Skizzen zu diesem Moment nach 1918, wie sozusagen der Übergang vom Kriegszustand in den Ausnahmezustand ganz konkret funktionierte. Der 1914 ausgerufene Reichskriegszustand wurde am 12. November 1918 durch den Rat der Volksbeauftragten für beendet erklärt und die entsprechende kaiserliche Verordnung vom Juli 1914 aufgehoben. Die bedingungslose Unterordnung der zivilen Behörden unter die militärische Gewalt war damit offiziell beendet. Gleichwohl, und das ist vielleicht interessant und wichtig, blieben viele der von den Militärbefehlshabern in den Kriegsjahren verordneten Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Wirtschaft, in Kraft. Bis Mitte 1919 konnte der Kriegs- und Belagerungszustand zunächst auch weiterhin nach den Bestimmungen der kaiserlichen Verfassung von 1871 ausgerufen worden. Hinzu kamen zahlreiche gesetzesvertretende Verordnungen, die auf der Basis des Ermächtigungsgesetzes vom August 1914 ergangen waren und nach Kriegsende ebenfalls fortbestanden, also fortwirkten. Sie wurden ergänzt um neue Notverordnungen, die der Rat der Volksbeauftragten schon im Übergangsstadium bis Februar 1919 erließ. Zudem setzte sich auch in der Zeit, in der die verfassunggebende Nationalversammlung tagte, also bis August 1919, die Praxis fort, neue Verordnungen auf der Basis sozusagen legaler Ermächtigungen der Kriegsjahre zu erlassen. Bis 1925, also bis Mitte der 20er Jahre, wurden so noch über 200 Notverordnungen erlassen, deren legale Grundlage auf die Kriegszeit zurückging. Und all diese Maßnahmen dienten eben nicht nur der Bekämpfung aktueller Krisen oder der hier in dieser Straßenszene zu sehenden Gewalt im öffentlichen Raum, sondern sie prägten als strukturbildende Maßnahmen ganze Gesetzeswerke der Weimarer Demokratie, vor allem im Bereich der Finanz- und Sozialverfassung. So wurde der im Krieg entstandene nicht nur militärische, sondern zugleich politische, soziale und kulturelle und ökonomische Zustand der Belagerung in den ersten Monaten und sogar Jahren der Weimarer Republik fortgesetzt und weiterhin als Herrschaftsinstrument in unterschiedlichen staatlichen Räumen eingesetzt, um Versorgung zu gewährleisten oder die Wirtschaft zu stabilisieren, aber auch um auf Gewalt zu reagieren oder das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen. Blickt man in die Weimarer Presse, so kann man für das erste halbe Jahr des Jahres 1919, also bis Juni 1919, in der Berliner Börsenzeitung in fast 70 Beiträgen über die Ausrufung
oder Aufhebung von Belagerungszuständen lesen, in der Deutschen Allgemeinen Zeitung in fast 100 Texten, in der Vossischen Zeitung in knapp 160 Beiträgen und im sozialdemokratischen Vorwärts in über 170 Beiträgen. Diese omnipräsente Berichterstattung über den Belagerungszustand bezog sich dabei nicht nur auf das Deutsche Reich, sondern auch viele andere europäische Länder, in denen sozusagen zeitgleich ähnliche fortwirkende Maßnahmen getroffen wurden. Und das ist eben der Punkt, an dem man transnational global auch vergleichend weiterdenken könnte. Mit der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung und des berühmten Artikels 48, den Sie hier noch einmal sehen, durch die Nationalversammlung wurde der Kriegs- und Belagerungszustand dann in einen mehr oder minder zivilen Ausnahmezustand überführt. Und das war auch der Beginn sozusagen der Durchsetzung dieses Begriffs Ausnahmezustand. Der Reichspräsident erhielt die Ermächtigung, Maßnahmen zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung durchzusetzen. Ein sehr vage beschriebenes Handlungsfeld, das anders als bei der Verfassunggebung ursprünglich vorgesehen, auch nie näher durch das hier unten erwähnte Reichsgesetz eingegrenzt wurde, sondern eben in der Offenheit verblieb, in der es in der Verfassung formuliert wurde. So wurde der Ausnahmezustand in seinen unterschiedlichen Formen, auf die ich gleich noch etwas eingehen werde, zu einem umfassenden Handlungsmodus. Er musste nicht mehr formell ausgerufen werden, anders als der eben vorher bestehende Kriegs- und Belagerungszustand. Er konnte zwar nur auf bestimmte Zeit erklärt werden, aber die Bevölkerung musste nicht notwendig über sein voraussichtliches Ende informiert werden. Eine ursprünglich vorgesehene, eher pragmatische Regelung, die in eiligen Fällen Notverordnungen ermöglicht hätte, ohne dass auf den Begriff der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach Artikel 48 hätte zurückgegriffen werden müssen, unterblieb. Das führte dazu, dass selbst in technischen Fragen der Steuererhebung oder in anderen Teilbereichen staatlicher und sozialstaatlicher Politik eine existenzielle Bedrohung der Republik behauptet wurde, um Maßnahmen schnell und effizient durchsetzen zu können. Dieser permanente Ausnahmezustand herrschte in den Medien, auf den Straßen, im Parlament, in den Amtsstuben und nicht zuletzt in den Köpfen der Bevölkerung. Hans Bold hat ihn daher einmal als Modewort der Zwischenkriegszeit bezeichnet. Und wir selbst haben, und hier ist vielleicht der Anschluss auch an unsere weiterführenden Fragen und Bezüge zur Gegenwart, vielleicht in den letzten Jahren erlebt, wie ein solch schwer zu fassender Ausnahmezustand für unsere Demokratien zu einer wirkmächtigen, aber eben auch sehr schwer zu fassenden Erfahrung werden konnte, mit scharf polarisierenden Folgen. Dieser Zustand war in den Weimarer Jahren aber eben nicht nur ein gefühlter oder medial inszenierter, sondern bezog sich auf sehr konkrete Regierungspraktiken. Der demokratische Ausnahmezustand nach dem Ersten Weltkrieg meinte eben noch etwas anderes, als es der Kriegs- und Belagerungszustand des Kaiserreichs gewesen war. Und das schließt ein bisschen an die Frage, die wir gerade schon adressiert haben, an die Beziehung zwischen Demokratie und Sozialstaat. Denn der demokratische Ausnahmezustand der Weimarer Republik war davon geprägt oder war von gestiegenen Erwartungen an die Leistungsfähigkeit und Reichweite staatlicher Gewalt geprägt. An die Leistungsfähigkeit eines demokratischen Sozialstaats, an die Verantwortung wohlfahrtsstaatlicher Politik für sehr unterschiedliche Bereiche gesellschaftlichen Lebens. Und dieser Wandel gegenüber dem Kriegs- und Belagerungszustand der Kriegsjahre beförderte die Erwartung, demokratische Herrschaft müsse vor allem in Krisenmomenten gesellschaftliche Probleme im Griff haben und dabei zweckmäßig flexibel oder schnell sein. Auch das hatten wir anfangs schon mal kurz angesprochen. Die Erwartung in Krisen müsse schnell oder in Ausnahmesituationen müsse schnell regiert werden. Dieser Begriff war daher auch eng verknüpft mit dem Aufstieg von und der Konjunktur von Effizienz, Vereinfachungs- und Rationalisierungsdiskursen und die modernistisch gemeint sein konnten und reformerisch, aber eben auch autoritär und institutionell sozusagen herrschaftsbezogen sein konnten. Dies betraf dann selbst die Ideen für die Schaffung einer demokratischen Staatsarchitektur, die in den frühen Weimarer Jahren ventiliert wurden, wie etwa diese Pläne für ein riesiges Ringhochhaus, in dem ausgerechnet die Schuldenverwaltung untergebracht werden sollte und die den neuen Weimarer Staat repräsentieren sollten. Diese Pläne wurden dann nicht als Symbolbauten demokratischer Werte, sondern als Beiträge zu einer Vereinfachung der Reichsverwaltung oder als Ideen für eine möglichst zweckmäßig agierende Staatsgewalt vorgestellt. Das heißt, demokratische
Werte bis hin zu demokratischer Architektur konnten mit diesen krisenausnahmebezogenen Vereinfachungskonzepten verbunden werden. De facto kam dieses Haus auch nicht zustande, sondern es wurde eine traditionellere Lösung für die Schuldenverwaltung gefunden. In den folgenden Jahren sollte aber die politische Sprengkraft solch unverfänglich klingender Zweckmäßigkeitssemantiken deutlich werden. Denn wo von Vereinfachung und Effizienz geredet wurde, waren oft ausnahmerechtliche Praktiken gemeint oder der Versuch, diese Praktiken zu normalisieren, die ursprünglich im Kriegszustand entstanden waren. So wurden beispielsweise eigene Vereinfachungsreferenten in einzelne Reichsbehörden eingebracht, die, wie Cornelia Fissmann es formuliert hat, verwaltungstechnische und organisatorische Effektivierungen von der Front zurück ins Büro trugen, also gewissermaßen Erfahrungen der Kriegszeit mit Maßnahmen der Vereinfachung in die zivilen Behörden der Weimarer Demokratie einspeisten und dort mit modernen Reformen im Sinne der Rationalisierung dienen konnten, aber eben auch der Verkürzung von Dienstwegen und der Ausschaltung von Partizipation. Als die Schuldenverwaltung dann 1924 ihr neues Gebäude bezog, hatte die Weimarer Republik gerade das Krisenjahr 1923 überstanden, über das wir ja heute schon einiges gehört haben. Und der Ausnahmezustand, der im September 1923 erstmals reichsweit von Präsident Ebert verhängt worden war, war erst kurz zuvor aufgehoben worden. Begonnen hatte dieses Ausnahme- und Krisenjahr 1923 mit dem sogenannten Notgesetz vom 24. Februar 1923, das als Reaktion auf die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen erlassen worden war, von der dieses Bild zeugt. Mit diesem Notgesetz erhielt die Reichsregierung neue Handlungsspielräume, die begründet wurden damit unter anderem, dass dadurch die Einwirkung der Besatzungsmächte auf die deutsche Gerichtsbarkeit, die Finanzpolitik und die Sozialfürsorge verhindert werden sollte und die gesellschaftlichen Folgen der galoppierenden Inflation wie Wucher oder Schmuggel bekämpft werden sollten. Und hier kommt diese internationale Dimension vielleicht, also die auf die ich gleich auch noch mal eingehen werde, die Bedeutung internationaler Rahmenbedingungen für die Entscheidung über bestimmte Maßnahmen und Ermächtigungen immer wieder ins Spiel. Es folgten dann im Oktober und Dezember des Jahres 1923 die zwei vom Reichstag verabschiedeten Ermächtigungsgesetze, die Michael Wild auch schon erwähnt hatte, die ebenfalls vor allem den Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik betrafen. Und begründet wurden diese Maßnahmen wieder nicht nur nach dem Wortlaut der Verfassung mit Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sondern auch mit Kategorien wie dem Zwang der Zeit, also drängender dem Drang, schnell zu entscheiden, der langwierige politische Aushandlungen im Parlament unmöglich mache und zugleich aber auch dezidiert politisch, sogar außenpolitisch in diesem Fall, wie zum Beispiel die Besteuerung von Auslandsreisen, die damit begründet wurde, dass es für die Position der Reichsregierung in den laufenden Reparationsverhandlungen ungünstig wäre, wenn deutsche Reisende im Ausland als reich und über Geld sozusagen verfügend wahrgenommen würden. Deswegen sollten eben Auslandsreisen besteuert werden. Das Signum des Jahres 1923 war also nicht allein der von Ebert ausgerufene reichsweite Ausnahmezustand, der sich gegen den Hitlerputsch und die revolutionären Bewegungen in Thüringen richtete und eine gewissermaßen Praxis unmittelbarer Staatsgewalt vielleicht darstellt, sondern Signum dieses Jahres und damit auch des demokratischen Regierens im Ausnahmezustand waren die vielfältigen, oft kleinteiligen, eher mittelbaren Ermächtigungsgesetze und Notverordnungen, die zur Stabilisierung der Währung, aber damit auch der Demokratie und zur Finanzierung des Widerstands im Ruhrgebiet erlassen wurden. Daraus entstand eine, was ihren demokratischen Charakter angeht, durchaus ambivalente, ausnahmebasierte Regierungspraxis, die in Krisenmomenten jederzeit reaktiviert werden konnte. Solche Regelungen kamen aber auch, das haben wir eingangs schon kurz gehört, 1923 noch unter Beteiligung des Reichstags und mit einem mehr oder weniger breiten Parteienkonsens zustande, auch wenn sie im Parlament durchaus scharf umstritten waren. Dieser parlamentarische Basis fiel erst in der Phase der Präsidialkabinette ab 1930 weg. Und dies lag nicht nur an Brüning oder Hindenburg, sondern eben an einem
in der Tatsache, dass unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise in der öffentlichen Debatte, in der öffentlichen Diskussion wieder der offene Kriegszustand ausgerufen wurde, wie in einer Formulierung des damaligen Reichsfinanzministers Hermann Dietrich. Mit dem Verweis auf den Kriegszustand bzw. den existenziellen Überlebenskampf der Republik im Moment der großen Depression legitimierte die Regierung Brüning und legitimierte der Finanzminister Dietrich in diesem Fall ganz konkret die Aushebelung von Beamtenrechten und die Beschneidung von Länderkompetenzen. Begleitet wurden diese Maßnahmen nach Artikel 48 um 1930 vor allem durch Einschränkungen der parlamentarischen Initiativrechte im Bereich der Haushaltsplanung. Der vielleicht eher langweilig und technisch erscheinende Bereich der Finanzpolitik rückte damit ins Zentrum einer innerhalb wie außerhalb ihrer Institutionen umstrittenen und sich mithilfe des Ausnahmerechts absichernden demokratischen Staatsgewalt. Die sicherlich eher randständig erscheinende Frage der Reform der Geschäftsordnung des Reichstages im Bereich der Haushaltsaufstellung konnte aus diesem Grund zu tumultösen Auseinandersetzungen im Parlament führen, die ich in zwei Tonmitschnitten gerne zeigen würde. Sie zeigen die Bedeutung des Innenlebens demokratischer Institutionen, der Kommunikationsweisen innerhalb dieser Institutionen für die Funktionsfähigkeit des Maschinenbaus, der Demokratie oder des Maschinenraums der Demokratie und für die Frage nach Fragilität oder Stabilität. Und es sind jetzt ungefähr 2 Minuten, weil Heinrich Brüning deutlich langsamer spricht als ich. In dieses Hohen Hauses liegt, dass möglichst wenig vom Artikel 48 überhaupt Gebrauch gemacht wird. Dass bei gutem Willen und bei vollem Verantwortungsbewusstsein es der gemeinsamen Arbeit von Reichsregierung und Reichstag möglich sein muss und möglich sein wird, auch auf parlamentarischen Wege die schwebenden gesetzgeberischen Aufgaben zu lösen. Zu diesem Standpunkt hat sich die Reichsregierung immer bekannt. Und ich habe wiederholt von dieser Stelle aus darauf hingewiesen, dass es die vornehmste und ehrwürdigste Pflicht eines Parlaments ist, dafür zu sorgen, dass der Etat auf normalem parlamentarischen Wege rechtzeitig verabschiedet wird. Wir sind deswegen uns schon im Herbst darüber klar gewesen, dass wir die Vorbereitungen für die Beratungen so treffen und so beschleunigen sollten, dass eine solche Lösung auch tatsächlich gewährleistet ist. Wir legen umso mehr Wert darauf, weil vielfach im Auslande von den Möglichkeiten und dem Ausmaße des Artikels 48 eine falsche Vorstellung herrscht. In diesem Ausschnitt zeigt sich, wie die Reichsregierung unter Brüning die zuvor von ihr selbst geübte Praxis der Notverordnungen zu überwinden und finanzpolitische Verfahren ostentativ zu renormalisieren versuchte, dabei aber die Plenardebatte im Reichstag gleichzeitig de facto eskalierte, darauf komme ich gleich noch, um das Ausland bzw. die Weltöffentlichkeit, die in den Reden im Parlament auch wiederholt angerufen wurde, über die prekäre Lage des Deutschen Reiches und die begrenzten Handlungsspielräume seiner Führung zu informieren. Dem stand auf der radikalen Rechten, die man im Hintergrund auch gehört hat, vor allem bei der NSDAP, der klare Wille gegenüber durch das eigene Auftreten im Reichstag, vor allem durch kommunikative Gewalt, und das eigene Spiel mit Geschäftsordnungspraktiken und Abläufen, die vermeintliche Anormalität der Weimarer Staatsgewalt aufzuzeigen. Die NSDAP nutzte parlamentarische Prozesse gezielt dafür, die republikanischen Parteien zu fortgesetzten Rückgriffen auf das Ausnahmerecht zu zwingen und so normale Verfahren demokratischen Regierens und Entscheidens zu behindern. Dies zeigt sich in einem zweiten, jetzt sehr kurzen Ausschnitt aus der gleichen Haushalts- und Geschäftsordnungsdebatte, dem Redebeitrag des NSDAP-Abgeordneten Franz Stöhr. Seine Intervention endete dann mit dem Absingen des Horst-Wessel-Liedes durch die NSDAP-Fraktion und dem Intonieren des Kampfliedes Prolet erwache durch die KPD, die wir jetzt aber nicht hören, sondern nur den kurzen Teil davor. Fortan in diesem Hause fassen werden verfassungswidrig und gesetzlich.
Und wir warnen die deutsche und die Weltöffentlichkeit. Dieses Parlament ist keine Beschlüsse auf Erden zu nehmen. Jetzt kommt der Tag oder kommt der bald, wollen sie ihr schamlos halten. Vom Volk die Quittung ausgestellt wird, die sie verdienen. Wir verlassen jetzt den Prozess gegen ihre Hand und Zeit. Hier endete also gewissermaßen das parlamentarische Gespräch. Die NSDAP-Fraktion verließ den Reichstag und als sie zurückkehrte, trugen die Fraktionsangehörigen die Braunhemden der Partei. Damit war gewissermaßen ein wesentlicher Schritt getan in die gewaltvolle anti- und außerparlamentarische Demontage der Weimarer Demokratie. Und der entscheidende Schritt, auch das ist heute schon angeklungen, ging ganz klar von der radikalen Rechten aus, nicht von Brüning oder den demokratischen Eliten der Republik. Also es gibt keine lineare Entwicklung von der demokratischen Herrschaftspraxis des Ausnahmezustands in die Diktatur. Gleichwohl stellte das Instrumentarium des Ausnahmezustands, das in der Demokratie entwickelt worden war, einen Werkzeugkasten war, mit dessen Hilfe die nationalsozialistische Diktatur ab 1933 in rücksichtsloser Weise errichtet werden konnte. Von den gleichen Leuten wie dem gerade gehörten Franz Stör oder Wilhelm Frick, die wenige Monate zuvor noch lautstark den dauernden Ausnahmezustand der Weimarer Republik attackiert hatten und in den parlamentarischen Gremien und Ausschüssen er selbst auch schon als Politiker involviert gewesen waren. Dazu diente zunächst die Verstetigung des Ausnahmezustands, die Ernst Fraenkel als die eigentliche Verfassung des Dritten Reichs bezeichnet hat, durch die zwei bekannten Notverordnungen, die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes und die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, die beide bekanntlich im Februar 1933 erlassen wurden und bis 1945 in Kraft bleiben sollten. Hinzu kam im März 1933 das Ermächtigungsgesetz und wie gesehen war dies eben nicht das erste Ermächtigungsgesetz, das seit dem Weltkrieg erlassen worden war. Aber es war eben das erste und einzige, das die Gesetzgebung vollständig auf die Reichsregierung übertrug. Zwar wurde auch dieses Gesetz, und das ist sehr interessant, wieder mit dem Sound der Vereinfachung ummantelt, den man von den Ausnahmeregelungen der Nachkriegs- und Krisenjahre der Republik kannte. Tatsächlich rangierte sogar der Bereich der Finanzpolitik, das ist hier das rot unterstrichene Teil, die Artikel 85 und 87 der Reichsverfassung betrafen, tatsächlich Kredit- und Haushaltspolitik, also dieser Bereich der Finanzpolitik, der das legislative Laboratorium des Ausnahmezustands in Weimar gewesen war, rangierte auch in diesem Ermächtigungsgesetz ganz oben im ersten Artikel. Aber ergänzt wurde diese eingeübte Krisenbewältigungsrhetorik nun eben durch den gezielten Terror gegen politisch Andersdenkende und die rassistisch motivierte Verfolgung der jüdischen Menschen. Der Reichstag, der dieses Gesetz beschloss, war anders als die der Jahre 23 oder anderer früherer Jahre von der SA und SS umstellt. Viele Politikerinnen der Opposition waren verhaftet, vertrieben oder wurden bedroht. Technisch schloss die Ermächtigungs- und Notverordnungspraxis unter Hitler zwar an zuvor bestehende Formen der Ausnahmeherrschaft an, vor allem in ihrer dann ab 1932 radikalisierten Form unter Reichskanzler von Papen. Das Ziel war aber nun die Schaffung eines ganz anderen Staatswesens und die vollständige Überwindung der demokratischen Ordnung, die Abschaffung von Grundrechten und die totale Durchdringung der Gesellschaft. All dies reichte also über das hinaus, was mit dem Weimarer Ausnahmezustand einhergegangen war. De facto, und das ist vielleicht für die Diskussion, auch wenn wir später vielleicht auch auf die Gegenwartsbezüge und unsere Corona-Erfahrungen und die Konjunktur des Ausnahmezustandsbegriffs in den letzten 10, 15 Jahren eingehen, de facto benötigte die nationalsozialistische Diktatur in den Jahren ihrer Herrschaft diesen Begriff und die Argumentation mit Sicherheit und Ordnung gemäß Artikel 48 aber gar nicht mehr, weil sie die entsprechenden Maßnahmen schon früh auf Dauer gestellt hatte und in ihrem eigenen Anspruch die bestehende Ordnung gar nicht mehr erhalten oder sichern, sondern durch eine ganz andere ersetzen wollte. Der sogenannte Kronjurist des Dritten Reichs, Karl Schmidt, der dazu beigetragen hatte, den autoritären NS-Staat verfassungspolitisch auf den Weg zu bringen und auch die Notverordnungspolitik zu legitimieren vor 1933, ließ es sich daher nicht nehmen, 1936 in diesem
Zitat, das Problem des Ausnahmezustands für die nationalsozialistische Diktatur für beendet zu erklären. Das Prinzip der Gewaltenteilung, der gewaltenteilende Gesetzesbegriff, der den Ausnahmezustand eigentlich notwendig machte, sei durch den Führerstaat überwunden. Dieser sei keine Diktatur im Sinne einer vorübergehenden Abnormität, sondern ein Staatswesen ganz eigener Ordnung. Soll aber nicht Karl Schmidt die letzte Stimme sein in meinem Vortrag, deswegen komme ich kurz noch auf Walter Benjamin, den von den Nationalsozialisten verfolgten Philosophen und kritischen Theoretiker, der kurz vor seinem Suizid auf der Flucht in seinem Text über den Begriff der Geschichte, den vielleicht manche von Ihnen auch kennen, seine Weimarer Erfahrungen und ganz konkret auch Schmidts Positionen ein letztes Mal kommentierte. Den rechtsstaatlichen Ausnahmezustand, dessen im Krieg wurzelnde Geschichte dazu beigetragen hatte, die Weimarer Demokratie in die nationalsozialistische Diktatur übergehen zu lassen, interpretierte Benjamin als den fatalen Ausdruck eines modernen Geschichtsverständnisses, das trotz aller Gewalterfahrungen an der Idee des Fortschritts festhalte. Diese bürgerliche Vorstellung von Staatsgewalt sei nicht länger zu halten, wenn man die faschistische Bedrohung wirklich überwinden wolle. Dafür benötigte es vielmehr die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands, über die er in diesem Zitat spricht, womit er nichts weniger als eine völlig andere Haltung zu Vergangenheit und Gegenwart meinte, einen revolutionären Bruch. Das handelnde Subjekt dieser neuen Haltung sollte die Klasse der Unterdrückten sein, der Ausnahmezustand damit nicht länger der Stärkung der NS-Diktatur, sondern ihrer Überwindung dienen. Insofern kann man vielleicht drei Aspekte aus Benjamins Position noch ergänzend mitnehmen. Zum einen die Blickverschiebung von den Maßnahmen des Regierungsapparats hin zu den Erfahrungen, Erwartungen und Handlungen der Regierten, also eine Frage nach dem Resonanzraum, in dem solche Maßnahmen ergriffen werden. Zweitens die innere Ambivalenz eines Ausnahmezustands als Erfahrungsraum, der sehr unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann und nicht linear auf die Diktatur hinführt, aber sie in sich tragen kann unter bestimmten Bedingungen. Das sind aber Bedingungen, über die man dann genau sozusagen einzelne Gesellschaften hin betrachten muss. Und drittens kann es vielleicht auch ein Impuls sein, auch an die Ausgangsfragen der Organisatoren nochmal anknüpfend darüber nachzudenken, ob und wie wir selbst eigentlich in unserem Blick auf die Vergangenheit teleologische Setzungen aufbrechen können. Der Tagungstitel 1923-33-2003, darüber haben wir ja auch schon eingangs etwas gehört, fordert erstmal zur Analogiebildung und Vergleicherei, wie es hieß, auf. Aber was kommt eigentlich dann in unsere Diskussion? Das ist vielleicht auch eine Frage für die gemeinsame Debatte, wenn wir die Differenzen und Diskontinuitäten und Unterschiede auch gegenüber diesen Weimarer Ausnahmezuständen und heutigen Erfahrungen genauer in den Blick nehmen und daraus Überlegungen auch nicht nur für die Fragilität gegenwärtiger Demokratien, sondern auch für ihre mögliche Stabilität entwickeln. Vielen Dank. Ganz kurz, weil der folgende Vortrag auf Englisch stattfinden wird. Es besteht die Möglichkeit, sich Kopfhörer draußen zu holen oder Sie hören es eben auf Englisch an. Aber je nachdem, wie viel Bewegung jetzt hier entsteht, würden wir eben noch kurz warten, bis alle Kopfhörer haben. Vielen Dank. Waren wir warten, ich würde gleich anfangen sagen, dass ich hätte gern das alles auf Deutsch gemacht heute Abend, aber ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, um den Flieger zu holen, um nach München zu fliegen, und
Ich habe sehr viel Kraft, aber mir reicht die Kraft heute jetzt nicht, sozusagen in, ich will nicht sagen im Feindesgebiet, aber so manche meine These sind manchmal umstritten. Also ich will nicht in so solche tiefen historischen Debatten und Streiten eingehen, ohne die Sprache bei mir zu behalten. Wir können aber auch vielleicht diskutieren auf Deutsch später, also sagen wir, sobald wir alle bereit sind, und ich würde dann die Sprache wechseln. Und weil wir hier stehen, ich sage zuerst vielen Dank an die ÜbersetzerInnen, die machen eine sehr wichtige Arbeit, dass das Ganze uns erlaubt, also international zu diskutieren. Und sobald ich zu schnell auf Englisch rede, sie würden mich alle beide gleich hassen. Also ich versuche langsam zu reden. Sind wir soweit? Oder? Nee, es kommt noch ein oder andere. Okay, ladies and gentlemen, thank you for staying this late in the evening and attending today's event. I want to just start by saying I'm a historian of violence. I'm interested in violence. I think violence is the key problem in modern German history in the 20th century. I admire, indeed, often I'm jealous of historians whose other topics are not focused on violence as much as mine is, because it's a difficult subject to confront, but we have to confront it and continue to confront it. You know, how did Germany become the root of so much violence in the 20th century? And I should say, you know, when I think of the transformation of Germany, it's important to remember that the Second World War is a European war. There's a great deal of violence. It's important to put things into transnational perspectives. We heard earlier about global perspectives on fascism and Nazism. It's important to remember these things. It's also important to remember that the origins of National Socialism in Germany are in Munich, and they're in villages and towns in Bavaria. And we can see those villages and towns from a global perspective too, but we shouldn't forget the local and the local dynamics, that it was hatred against neighbor that was a part of the processes behind the growth and support for Nazism in its breakthrough year in 1923. 1923, as we know, is Hitler's breakthrough year. At the end of 1923, the Nazi Party has about 8,000 members, mainly in branches in Bavaria. On the eve of the putsch, it has about 50,000. This means it's still small compared to the Social Democrats, but the growth has been enormous. And so violence, and violence in local contexts, is part of that. And it's my contention that we can only address the big questions in German history by thinking about the interaction between those local contexts, the broader context, by thinking about interaction between moments in time like 1919, 1921, 1941, 1942. And you'll note I have a slide from 1941. And I did that because when I see an event which has a title and it says 1923, 1933, 2023, I always think, when we debate 1933, we're being silent on 1941 and 1942 and 1943. And the real reason we're interested in what happens in 1933 is because we know what's coming in 1941, 1942. That's why we care so much about what happens in the Reichstag in 32 and 33. If the Nazi regime collapses in 1934, we probably today would not be debating those changes in 32, 33 in the same way. And this is an obvious point, but I raise it because when we do that, we can be silent about the horrors of violence in 1941 and 42, and we actually have to bring those horrors in front of us to try to understand them, to try to historicize them, and to try to think, how did this society transform in this way? That's why I have this slide. That's why I have images of the memorial service for Walter Rathenau in the summer of 1922, when, if you believe Harry Graf Kessler, over a million Germans went out into the streets to mourn publicly their murdered foreign minister. Kessler might be exaggerating those numbers, but he is not wrong to say that the reaction to Rathenau's murder is a moment when there was mass mobilization in support
of Weimar democracy and mass commemoration of a murdered Jew. That is an event that happens, and then we have to explain as historians, how do we get from there to 1941? Here I've chosen Babi Yar, obviously with reference to Kiev today. And I've focused on images of children because in my work on both the revolution of 1918-19 and on 1923, I have a number of children who are subjects to violence who are murdered or legally not murdered, as the case may be. You can debate the definition, but they are killed. One is a girl named Helene Slovak, who's shot dead by a Freikorps soldier in Berlin in her home. She's standing in the window. She's looking out at the window, and the soldier raises his rifle, later claiming that he believes it to be a sniper, and he shoots her and kills her. His name is Max Marcus. We know about him because five civilians are killed by him in a week, and he is eventually acquitted by it. He uses the defense that he's acting under the instructions of the then of Gustav Noske. And the other child in my 1923 book that I want to mention today is Anna Schiffer. She's a 12-year-old girl in Essen. She looks through a window of a train station, and a French soldier raises his rifle and fires at her and kills her, and she is shot dead too. This is these are both gripping stories. Telling them is an act of commemoration, I like to think. But it also poses the problem of what do we do with such violence, because violence, Joanna Burke, a British Australian historian of the English-speaking Britain, Australia, Canada, has written a book on killing where she says, you know, every time we find a body in the archive, we have to stop and pause and ask, where did this come from? What allowed this person to be to die? And it's a really hard one for historians of Germany when we get to the Second World War and to the Holocaust, because unfortunately, you know how I'm going to finish this sentence. There are so many bodies, particularly bodies of children. You know, 1.5 million or more victims of the Holocaust are children. And so historians have tried to answer these questions for decades, and I'm just another person who's struggling with this problem. Probably will never really be able to answer it. Here I refer back to Jay Winter, another historian who really has founded the sub-study of historical memory, cultural study of memories of the First World War. And a couple of years ago, I always remember him talking about the Holocaust and his own family. Most members of his family were based in Warsaw. Most of them were victims of it. And at the end of an hour-long lecture, which was incredibly erudite, he said, but, you know, we'll really never be able to explain this. He said, you know, we'll understand the mechanisms, we'll understand the decision-making, we'll understand the violence, but really we'll never be able to explain it. And I think there's an element of truth to that, but we have to continue to try. And one of the ways that historians used to try and connect the First to the Second World War was through the idea of brutalization. We used to think the soldiers were brutalized when they came back from the war. I don't think we would agree with that anymore, but rather we would argue that what's brutalized through the war is norms. Norms about what's permissible, what forms of violence are permissible, what acts of violence, what kinds of violence are permissible. Norms about how you speak about your enemy. Norms about what a political culture allows you to say, do, think, and how you act. And here I just want to put in a footnote because I wasn't sure where to squeeze this in. If you only remember one thing, I know that's a very American academic phrase, but if you only remember one thing about my lecture in the context of what we're talking about democracy, it's remember that in the interwar European era, democracy is not the norm in the international system. We've had really great papers so far today, and there are more coming, but there hasn't been so much talk about the international system in the last 2 hours. And part of that is actually me saying, yeah, that's good, because don't quote me on this, those international historians discussing the international system, they do the easy stuff, whereas us cultural historians and political historians, we do the hard stuff. But actually the international system really, really matters for the 1920s. And it's one of the central claims of my 1923 book is that the international system does not have a norm of supporting democracy. The norm in the 1920s among the victor states is imperialism.
And this creates a problem that we don't know what to do with when we look at sources from Germany in the early Weimar Republic. We will find people, you know, from Friedrich Ebert and Theodor Wolff to Hitler, all saying they're treating us like a colony. It's across the entire spectrum, this idea that we're being treated like a colony. And this is one of the challenges for thinking about how democracy is how democracy develops in Europe, in Germany, in Weimar, in the 1920s. It is a democracy which is really an outsider state because it's not an empire. And when we think about the context of the loss of empire is something that I just think is so much more, so it's not well known enough yet. When we think about how Germany, a white imperial nation, one of the great powers on 1914, suddenly goes from the summer of 1918, you know, when it's just won the war in the East and is just at the high point of German imperial power, from that point in the summer of 1918 to the point of signing the Versailles Treaty in the summer of 1919 is a 12-month loss of empire, which has profound effects on the consciousness, subjectivities, and emotions of German elites, decision makers, parliamentarians, newspaper writers. Those are the sources that we can easily access and study. We don't know how it affects the wider population yet, but we can suspect that there's a form of humiliation. And if I'm to refer back to Michael Wildt's point earlier about Louise Solmitz and her diary, what she's celebrating in 1933, and I agree completely, is the right is united. Germany is great again. She's celebrating we're returning to our imperial status. We're returning to the status of being a great power again. That's why we're attracted to National Socialism. It's a reverse. And this is where the kind of, you know, the recent debates about, you know, what post-colonial theory might bring to modern German history, when we push away all of the Heißer Luft that's gone with those debates, we can actually see how this shapes and changes maybe the way we think about Nazism as an imperial phenomenon. So back to norms, that's norms in the international system, they're changing. Norms in the body politic are changing as well. What we see, I think, the Rathenau citation I've put there is to show how the norms of the war continue into the 1920s. When they end is open to debate, but I think a lot of historians would agree with me and say that they end in 1923, 1924. In other words, that the 1923 crisis is actually necessary at an international level to bring a new norm to international relations, and that is the norm of German-French cooperation, and also necessary within German domestic politics, even though they're fundamentally connected to international politics. I'll use that term here shorthand. They're absolutely norm changes at the end of 1923, the end of the 1923 crisis, the refounding of the Republic that comes afterwards, and we finally in 1924 move into a post-war or into what we now know to be an interwar period. And I've used this quotation from Rathenau to highlight this. Historians, some of my colleagues in Dublin, the term we use is cultural demobilization. And the question is, when does a society that has had ideas, that has allowed it to be a part of a war on the scale of the First World War, demobilize those ideas in a way that allows the society to leave that war behind them? And that's what Rathenau's capturing in this speech just a month before he's killed. The norms that are changing are norms of violence. I want to focus on this, and I want to move quickly through these slides because I'm conscious of time. What we are seeing in these slides, and I discuss them more in my first book, is a politicization of the body. The body, the destructed body, is being used to convey a domestic political message about who an enemy is, what an enemy is, and in the case of these images, about what the excessive violence of government soldiers or Freikorps are protecting you from. This is a culture of violence in which the inversion of roles plays a fundamental role. You know, the side that is carrying out the most violence is claiming that it is protecting the population from a worse fate. Again, you can see this is an image that was circulated in 1919. It's the impact of a
Fliegerbomben in Berlin. So, you know, one side is using primitive, very primitive aerial warfare to attack its enemy. And to make that physical act of violence possible, I'm arguing there is a cultural shift in norms, a shift in mentalities that allows the enemy to be understood as deserving of this fate. And that brings me back to the schoolgirl who I mentioned earlier, who's killed in March, and that in order to allow that kind of violence to happen in an inner German context, new ideas about what the enemy are, who they are, repackaging of what was previously considered to be the lumpen proletariat takes place. And this is the change in norms. Moving forward into, again, one final slide from 1919, the glorification of a flamethrower in a civilian space in Germany. It's, you know, this is a moment in which the norms change. We see more violence in the year 1923, and as was said, you know, there are lots of books about the year 1923. The reason I think that mine matters is I don't think you can tell the story of that year without focusing on violence. If you're a resident in the Ruhr and your neighbour is killed, you will care about it. If you live in the Ruhr and you're facing French soldiers with their bayonets pointing at you, you will care about it. If you live in fear of being taken away at a checkpoint and being raped, or your wife being taken away at a checkpoint and being raped, you will care about this. These are the legacies that will impact upon your emotions and the emotional experience of occupation during this crisis year. And the problem they created for the founders of German democracy, and particularly for the Social Democratic Party in 1923, is how do you mobilize nationally to resist the Ruhr occupation without creating it? They wouldn't have used the term discourse of space, so maybe we shouldn't either. What I mean by that is without giving political momentum to the parties of the right, to the parties that promote nationalism and that argue that nationalism is above all the most important thing. You know, in January 1923, one of the quotes I have in my book that I really like is, you know, they say, you know, the German worker doesn't sing Die Wacht am Rhein. And actually, that's wrong, because when the French marching in and the occupation extends, that is the message that they sing. That is the message that is taken. It is an extremely difficult conundrum for those creating and wanting to support Weimar democracy. How do we react to mobilize the population against the Ruhr occupation without creating political spaces for the nationalist right and for the anti-republican right? And in this context, it's important to remember again imperialism. Poincaré, the French politician who bears the most responsibility for the events in the course of 1923 because it's his decisions, he is acting as an imperialist politician who's born a child of the 19th century will act. His occupation of the Ruhr is simply using his military strength to extract economic resources. This is how imperial powers have operated. The difference is where he's doing it. He's doing it in Germany, not in a less developed non-European country. And so we coming through the year, looking at the practice and course of violence in that year, and how that initial conundrum evolves over the course of the year, it remains extremely problematic and it remains divisive. It remains that violence is the motor of political argumentation. The slides I'm showing here, for those of you who don't know this, a group of French soldiers are surrounded in the Krupp factory. The picture on the left captures the crowd. Shortly after this picture is taken, the French soldiers open fire on this crowd to fight their way out, in their terms, to fight their way out to avoid being attacked by the mob they consider in front of them. And they kill, I think, 13 people. None of the French are injured. There's a huge battle of meanings over what happens next. And again, we have the problem that the Republic loses legitimacy because its battle to protect its citizens is failing, and it is putting and its strategy to oppose the Ruhr is demonstrating its weaknesses rather than its strengths.
again, norms change, and I have four images here just to capture how violence remains central to this process. The top left is of an explosion on a railway which has killed one person. We can see the fatality on the railway lines. The other is the execution of Leo Schlagatter. Then we have separatist fighting in Dusseldorf. And the last one is a 2 Billionen Mark note from Berlin on the 5th of November 1923. The reason I highlight the 5th of November is that that is the start of 2 days of anti-Semitic rioting, the Scheunenviertel riots. Coming back to, my argument that violence is central, imperialism is central. Coming back to thinking about the processes that are at play in 1923 and how the year evolves from January to November as those members join the Nazi party that I've told you about before, as the situation radicalizes, the obvious question is, if it was possible to reverse this trend, and this is really important because everything I've said right now about violence, these are not processes that are irreversible. Demobilization does happen. Norms that switch towards allowing killing switch away from allowing killing too. This is a journey. There are twists in this journey. There are lots of twists and turns in this story. But then the question is, why did the demobilization not happen earlier in the year? And I think it's really important in the context of German work on the summer of 1923, which I will call, the summer of zeros, as hyperinflation runs away beyond, as that term is experienced literally. One of the reasons for that is an inconsistent British policy towards Germany. I've mentioned the French, France is acting as the aggressor. Germany at this time is playing a role in international politics, which is pulling itself and claiming the role of the victim and hoping that one day Washington or London will come down on its side. And British indecision in the summer of 1923 means that Stresemann, when he's appointed as Chancellor, when he comes to Chancellor, cannot immediately reverse the process of passive resistance, cannot continue to fund passive resistance by printing money, because he feels and he suspects, and later British accents convince him, that Britain is about to shift sides in this debate. And so for Germany at this time, for the German government, I should say, the best scenario, the best end goal is that Britain would switch sides, completely abandon France, and eventually renege on the Versailles Treaty and create a new peace treaty between Germany and France. So international politics, again, is a hugely fundamental part in what's happening in this moment of crisis. And I try and explain that in a bit more detail in the book, and I feel that that element has not maybe received enough attention in other work and in other conversations about 1923 and the 1923 crisis. What are the lessons from what I've just said? First, when we look at the language and radicalization of discourse, the concept of the Hetzer. It's a wonderful German word. We don't really have it in English, a Hetzer. An inciter of hatred. It's not nearly as good. That's a word that comes from Weimar, I think, really. Contemporaries who supported democracy and who opposed the type of political discourse upon which the populists of the 1920, who became the Nazis of the 1930s, thrived. They were aware of how this process worked. Rathenau himself wrote about it before he was murdered. He talked about how they used lies to incite hatred and how that would come back to hurt Germany. That is actually almost a direct quote of something Rathenau says. So that's the first lesson, is the politics of Hetzen have not gone away, and they have to be confronted in the same way then as now, through education, through calls for reasoned debate, through creating norms that don't allow the politics of hatred to become the main form of political discourse. The other aspect lesson that I've spoken about is, it's very clear that the 1923 crisis is a crisis of a breakdown of inner European relations between Britain, France and Germany. And the lesson of that is the obvious one, that the problems might be different today, but the solution remains a strong commitment to inner European diplomacy, to the European Union, and to stronger cooperation between European
countries to recognize, and one of the reasons for the 1923 crisis is that the Americans decide in the autumn of 22 that they can't really work with the Europeans. And I'm paraphrasing a little bit and making the story a bit simpler, but they basically say, those guys are too crazy for us to interact with them right now. Let's let them blow themselves out, and we'll come back in a year in the future and help to reestablish European order. That is one of the reasons why the Dawes Plan, which eventually fixes the crisis, the reparations issue in 1924, doesn't happen in 1922. And it's an important lesson to take from that today, that Europeans need to cooperate stronger and on security issues to lead together with each other, perhaps in anticipation of a future time when the United States might withdraw as well. I'm not sure how much time I have. I'm going to finish with just some final, very final remarks. This event is taking place in the context of a centenary, 1923-2023, and we're now coming to the end of what is a decade of such centenaries. We had 1912 was the Balkan Wars, 1914, 1918-19, now 1923. And it's a decade of centenaries of the First World War. And I want to pose the question, you know, what have we learnt from those centenaries? How much have we learnt from them? How much new historical knowledge have we generated? And I think it's important to say that there's a lot of great work has been done, particularly in Germany, particularly at events like this. But I'm not sure politically everything has been done that could have been done. I think the biggest impact in Germany in the centenary was Christopher Clark, the Schlafwandler. And I think we've seen in the last year and a half how powerful that metaphor has become as a part of German political discourse. You know, Putin is invading Ukraine, but we don't want to sleepwalk into another war, while we don't talk about sleepwalking into a climate catastrophe. I don't want to suggest that Christopher Clark ist am allen schuld, but I do want to suggest that there are certain problems with that metaphor which we really need to set the corrective to, which is that the metaphor that we sleepwalked into the war was one that was used by key decision makers in 1914, in the 1920s, to justify how they were responsible for a war on such a scale. One of the biggest problems in Clark's argument, which didn't get much attention in a lot of German debate, was it leaves the Italian case out of the story. Two of the most depressing sets of historical sources anyone can read are German Jewish newspapers from the 1920s, where the authors are calling for measures against anti-Semitism. They're calling for education. They're calling for support in, you know, explaining to people why they shouldn't hate Jews. That is basically one of the constant tropes in those newspapers. Alongside that, in terms of the depression of realizing that a reasoned argument won't always win, is Italian newspapers from 1914, from August to May 1915, when the Italians are not participants in the war, but while their elite are making the decisions to enter that war, even though they can watch the Western Front in real time as it's evolved, as million-strong armies have smashed into each other in the autumn of 1914, as the trench system is being built by Christmas 1915. Even though they can see all of that, and people are writing article after article saying, why on earth would we want to be part of that? Are you people insane? And the answer is, well, the elite said, yeah, we want to be part of that, because militarism was a part of the national identity of the imperialists in the Italian case, just as it was elsewhere. And so it's really, really important when we think about sleepwalkers as a metaphor, that we remember that metaphor doesn't allow us to deal with a person like Putin or with a person like Poincaré in 1923, and that we have to think that there have been, throughout the 20th century, and there will be throughout the 21st, imperialist-style politicians who see war as a attractive script. I want to talk for longer, sorry, but I think in the interests of a discussion and fairness, I will finish at that point, and unless there's any resistance to that, we can move into the discussion. Thank you so much.
So, das Thema ist trotz allem noch immer Fragile Democracies. Zu diesem Thema versuchen wir etwas zu lernen. Wir sind jetzt d'accord darüber, dass wir dieses Thema behandeln, um daraus etwas zu lernen. Also diese Wortkombination haben alle hier benutzt. Lessons of history to learn. Now, Geschichte ist eben eine angewandte Wissenschaft. Wir lernen etwas, um daraus Gebrauch zu machen in der heutigen Zeit. Das bringt uns sofort auch zum Thema der nächsten Sitzung, das Thema des Vergleichs. Wir vergleichen synchronisch, diachronisch, das heißt, wir versuchen, die Geschichte an und für sich in Vergleich zu setzen und wir versuchen, uns selbst mit der Geschichte zu vergleichen, um daraus etwas zu lernen. Das heißt, die großen Vorteile sind eben für den Historiker, das ist eine Methode, ein Vergleich ist immer zu gebrauchen. Die Frage ist nur, ob man hier Vergleich so benutzt, dass man bestimmte Verzerrungen schafft oder weil man bestimmte politische Ziele verfolgt, die nicht methodologisch aus dem Vergleich entstehen. So far so good. Da befassen wir uns eben mit Vergleiche, auch diachronisch und ich als Israeli. Also jetzt ist hier jemand, der nicht eine deutsche Nabelschau betreibt, sondern eine israelische Nabelschau, wenn man will, oder erweitert das Horizont so weit, wie die Israelis denken können, das heißt immer global. Wir versuchen aus der Geschichte von Weimar etwas zu lernen über das, was heute geschieht, nicht nur im kleinen Europa, bei den Ukrainern und so weiter, sondern eben bei uns in Israel. Und da scheint mir das, was hier angeboten wurde, schon in der vorletzten Sitzung, aber auch jetzt in dieser Sitzung, dass hier zwei Kernpunkte angeboten wurden, um das zu verstehen, was heute auch in Israel oder um Israel herum geschieht. Ich weiß Bescheid, nicht für alle ist das das Allerwichtigste, aber es ist auffällig, dass wir eine Art von Sprache benutzen, die das eigentlich heraufbeschwören muss, sich auch auf das zu konzentrieren oder mindestens erwähnen, was dort passiert, nicht nur rund um Deutschland herum. Und dann wäre eigentlich meine erste Frage für beide Kontrahenten hier, inwieweit das, was Sie uns ausgeführt haben, relevant ist für die Szene, in der Israel sich befindet. Na, da kann selbstverständlich gesagt werden, wie in deinem Fall, Marc, okay, wir sprechen nicht über die Demokratien, die waren sowieso nicht die Norm. Wir sprechen über Imperialismus, über Gewalt im Rahmen des Imperialismus. Da wird man auch sehr hellhörig, weil das in ein roundabout way wieder zurückkommt zu dem Thema, das besonders Leute reizt, die sich mit der Geschichte der Juden im Zweiten Weltkrieg oder vorher befassen. Also kurz gefragt hier an beide die Frage, was kann man, wenn man Geschichte als angewandte Wissenschaft benutzt, was kann man mit den Thesen machen über den Ausnahmezustand auf der einen Seite, was eigentlich in Israel seit eh und je bekannt ist, seit dem Jahr 1945 unaufhörlich, und was kann man mit dem Thema Violence bei uns anfangen, wenn wir uns mit dieser Thematik Demokratieverankerung, fragile Demokratie und Demokratiegefährdung sich befasst. Also zuerst Sie.
Okay, große, komplexe Frage, aber gleichzeitig eine, die schon nahe liegt, wo es ja gerade, was den Ausnahmezustand und Israel angeht, durchaus ja auch eine, haben Sie ja auch erwähnt, eine lange Diskussionstradition angeht und auch eine sehr aktuelle Diskussion. Ich meine, zum einen ist es natürlich ganz auf der sagen banalsten Ebene die Sensibilisierung für die Bedeutung von Verfassungen, von Verfassung als Text und als Wirklichkeit und etwas, was vielleicht in der Diskussion auch um Demokratie, Demokratiegefährdung gar nicht immer so sehr eine Rolle mehr spielt, weil wir von der deutschen Perspektive aus vielleicht eher auf Rechtspopulismus, auf andere Phänomene schauen und wenn man in die gegenwärtige israelische Diskussion, aber da gäbe es ja auch andere Beispiele dafür, also die Rolle politischer Institutionen, Verfassung und ihrer lebensweltlichen Bedeutung. Das ist sicherlich eines, was, woraus man lernen kann, diese Texte, diese Institutionen nochmal anders ernst zu nehmen und zu befragen. Der Parlamentarismus ist ja auch etwas, was jetzt nicht nur in Israel, sondern insgesamt in Frage steht. Also da kenne ich mich jetzt mit den israelischen Debatten aktuell zu wenig aus, um zu wissen, inwiefern solche Dringlichkeits-Emergency-Kategorien, Handlungszwänge, Ermächtigungen, also diese auch in der Sprache, also das finde ich jetzt für Weimar, das habe ich auch versucht zu betonen, für das Weimarer Beispiel eben, dass es die Art und Weise ist, was ist wie sagbar, ist man in der Lage, politische Probleme in andere Begrifflichkeiten als die der Emergency, des Notstands, der Ausnahme zu kleiden und auf diese Art und Weise eben auch zu demobilisieren, also auch sprachlich. Das wäre jetzt was, wo wir vielleicht darüber diskutieren können, ob das für Israel, das kann ich nicht beantworten, das würde ich nur, fände ich eine interessante Frage, inwiefern das also sozusagen Rhetoriken der Ausnahme jenseits der praktisch umgesetzten Grenzziehung, der Schaffung, das habe ich jetzt im Vortrag nicht so, diese Art von Definition von Ausnahmezustand, die es ja auch gibt, die Schaffung rechtsfreier Räume, die Territorialisierung sozusagen dieses Zustands in unterschiedlichen Regionen, wo der Ausnahmezustand eben herrscht oder nicht herrscht und wo Normalität zugelassen wird. Das sind sicherlich auch Fragen, die jetzt nicht allein mit Demokratie zu tun haben, aber vielleicht besonders, weil ich schon sagen würde, im Kern ist der Ausnahmezustand eben ein demokratischer Zustand, ein Zustand von Demokratien in der Gefährdung und weniger ein Zustand der Diktatur, also der vollendeten Diktatur, sondern eben dieses Transformationsregime und dieser Zustand, der unterschiedliche Aggregatzustände annehmen kann und von der Krisenbewältigung, die vielleicht notwendig ist, übergehen kann in eine vollständige sozusagen Diktatur oder in die Entleerung allen Rechts. Und dazwischen gibt es ja unterschiedliche Schritte und auch unterschiedliche Räume. Und das zu vermessen und zu fragen, für wen herrscht in Israel der Ausnahmezustand und für wen nicht zum Beispiel, oder wo herrscht er und wo nicht, also solche Fragen vielleicht. Okay, also das sind Vorlagen für eine Diskussion sowohl in Polen als auch in Ungarn als auch in Israel, die sehr relevant sind für die Diskussion um die Stärke oder um die Schwäche einer Demokratie heutzutage auf diesem historischen Hintergrund. Jetzt die Frage zu Violence in diesem Framework. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, was mein Vortrag und die von Stephanie gemeinsam hat, ist die Frage, was ist die Beziehung zwischen Demokratie und Bedrohung. Also wenn der Demokratie bedroht wird, wie schützt man eine Demokratie? Ausnahmezustand ist eine Art und Weise, wie man eine Demokratie schützen kann. Gewalt ist ein Beispiel, wie man eine Demokratie schützen kann. Und ich glaube, also ich will nicht über Israel sprechen, weil ich kenne die Sprachen nicht und ich glaube, das ist grundsätzlich wichtig für eine Diskussion. Aber wenn ich etwas sagen kann, ich glaube, also viele würden sagen, dass die israelische Demokratie braucht den Gewalt als Mittel, um die Demokratie zu schützen oder um den Staats Existenz zu schützen. Und dann die Frage ist, auf welcher Punkt ist das Schutzmittel nicht mehr das Schutzmittel, sondern der Bedrohung? Und
bei der Entwicklungen in Israel in der letzten Zeit? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber als Historiker der Zukunft würden das vielleicht analysieren müssen, also nicht ich, sondern Historiker der Nahosten-Konflikts. Und dann, wenn wir weitergehen, also wie schützen wir die europäische Demokratie, wie schützen wir die Europäische Union? Wir haben in dem letzten Vortrag von dem Horror-Szenario gehört, also Italien, Meloni, Frankreich, was wenn Macron und was wenn dieses Zentrum fällt in Frankreich? Was macht dann Deutschland als wichtigstes Land der Europäischen Union, um die Demokratie zu schützen? Und ich will kein Tagesgefecht jetzt gleich anfangen, aber die deutschen Regierungen haben bis jetzt sehr wenig getan gegenüber Polen, gegenüber Ungarn. Das Handel ist wichtiger als die Idee der Demokratie. Und das bringt uns zurück zum letzten Punkt, was ich in den Vortrag nicht mit reinbringen konnte. Aber das ist, wenn ich denke an 2014, um das Erschießung des MH17, also ein Flugzeug aus Amsterdam ist gestartet und ist von den Russen abgeschossen. Und ich habe den Ersten Weltkrieg seit langem gelehrt an die Universitäten und ich habe immer gesagt, die Lusitania würde gesunken und die Amerikaner mussten reagieren drauf, weil es war ein Schiff voller amerikanischen Zivilisten und die konnten darauf nicht reagieren. So funktioniert der Staatsmacht. Und es wäre, als ob es wäre heute genauso, falls ein Land ein Zivilflugzeug abschießt. Und dann plötzlich ist das stattgefunden und die Reaktion war nichts. Und ich habe mir gedacht, mein Lehrer ist not so good. Und das ist ein bisschen ein Witz, aber es ist ein sehr ernstes Thema, weil wir haben dadurch ein Zeugnis gezeigt. Und im Rücksicht, das scheint mir ein sehr wichtiger Wendepunkt gewesen, wo wir sagten, ja, wir sind nicht stark als Demokratie, um unsere demokratischen Werte in der internationalen Beziehung zu schützen. Und das ist vielleicht zurück zu dem Thema, wie schützen wir den europäischen Demokratie? Welches Mittel haben wir? Wir wollen nicht einen Ausnahmezustand ausrufen, aber wir haben vielleicht, wenn ich das zum Ende bringen kann, wir können nicht bis die Krise warten, darauf zu reagieren. Ich glaube, das ist der Lehr der Geschichte aus des Ganzen. Dann ist die Frage der wahrscheinlich zuerst mal, und wenn wir von Demokratien sprechen und Gewalt auf der anderen Seite, ist es nicht eigentlich ein Absurd oder ein Paradox, dass die Demokratie deswegen fragil sind oder deswegen schwach sind, weil sie nicht bereit sind, Gewalt anzuwenden? In dem Moment, wo sie Gewalt anwenden, versuchen sie etwas, was gegen gegen die Regeln der liberalen Demokratie sind. Gibt es aus der Sicht eines Erforschers des Themas Gewalt hier einen Ausweg aus diesem Dilemma, sowohl in der Außenpolitik als auch in der Innenpolitik, auch nach innen? Sagen wir mal so etwas wie die Situation im Jahr 89 in der DDR, wo die Regierung selbst nicht Gewalt anwenden wollte gegen die eigene Bevölkerung. Was heute nicht mehr passiert, hat die Demokratie hier eine Antwort oder hat sie keine eben? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also zum Glück ist es keine Verfahren in einem wissenschaftlichen Verfahren, weil ich kann das nicht antworten. Ich glaube, das ist das Problem der Demokratie so stark zusammengefasst bei der Frage. Das ist, ja, wenn man sagt, unsere Werte sind Frieden, unsere Werte sind internationalen Austausch. Wir lösen Probleme durch Austausch, durch Handeln, durch Reden. Wir sind Pazifisten. Wir wollen nicht, dass die Menschen sterben. Wir wollen keinen Krieg sehen. Und der andere spielt mit uns.
vielleicht. Oder ja, so es ist eine Frage, wo man sagt, deshalb sollte man vielleicht sagen, ja, die Politiker haben so ein Tuch auf dem Kopf, denn wir, also die müssen die Frage beantworten. Sie sind die Entscheidungsträger und wir als Wähler dann müssen uns selber darüber nachdenken, was ist es uns wert? Ja, darauf geht's. Ja, was ist es uns wert zu sagen, wir müssen unsere eigenen Werte manchmal zur Seite legen, damit wir sie schützen können. Und ich glaube, also ich will nicht gleich als neoliberal Hawk vorkommen, aber manchmal muss man sagen, es muss ein Punkt kommen, wo man sagt, das ist der Grenze, auf diese kein Schritt mehr. Also no step further beyond this. Und dann, wir müssen so bereit sein, etwas aufzugeben, damit wir die Werte verteidigen. Okay, also das ist eine neue Interpretation des Begriffs der wehrhaften Demokratie. Also die Demokratie entscheidet, wo der Punkt ankommt, wo man sich wehrhaft, sogar mit Hilfe von Gewalt, verteidigen muss. Ich weiß nicht, inwieweit dann die Frage der Ausnahmeregelung zu dieser Anwendung von Gewalt gehört. Ist die eigentlich eine Plattform für die Anwendung von mehr Gewalt in der Demokratie oder eben nicht? Ein Versuch, Gewalt oder die Gegnerschaft zur Demokratie zu entschärfen. Also ich weiß nicht, wie es aus Ihrer Perspektive aussieht. Also sie kann sicherlich beides sein, aber eins ist vielleicht noch wichtig, dass der sozusagen der Begriff der Gewalt, sozusagen Violence in Power, auf Deutsch gibt es da, glaube ich, kann man es nicht so sagen, aber diese zwei Dimensionen, Gewaltanwendungen durch Demokratien im Sinne von körperlicher Gewalt oder Zugriff auf Menschen oder eben die Frage der Macht und Prinzipien, die Demokratie dafür hat, sind ja sowas wie Kontrolle und Gewaltenteilung. Und das heißt, also wenn man sich jetzt fragt, was ist sozusagen wehrhafte Demokratie und kann die Demokratie ihre eigenen Voraussetzungen eigentlich nur dann garantieren, wenn sie sozusagen aufgibt und auch gewalttätig wird. Natürlich braucht es auch Gewalt in diesen beiden Dimensionen, also Macht und Durchsetzungskraft und körperliche Zugriffe, aber es in einer Demokratie, und das ist ja eigentlich auch wieder die israelische Debatte, braucht es natürlich die Kontrolle, die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen gegen, und das unterscheidet dann diktatorische und demokratische Gewalt vielleicht, dass das dann am Ende dazu führen kann, das habe ich ja auch versucht zu zeigen, dass der Ausnahmezustand in die eine oder andere Richtung führen kann und genauso die Anwendung von Gewalt in Demokratien. Das hängt dann auch unter anderem, also es hängt an dem, was wir ja auch beide betont haben, an dem inneren Kriegszustand sozusagen von Gesellschaften, an der nicht erfolgten Demobilisierung oder der erfolgenden mentalen Mobilisierung, aber eben auch an der Funktionsfähigkeit der demokratischen Ordnung und ihrer Definition. Also was gehört dazu, verstehen wir, das hat Marc ja auch gesagt, sozusagen, dass Demokratie erstmal ja auch ein deutungsoffener Begriff ist in der Zeit, die wir uns heute angucken, aber ganz sicher auch in diesen Gesellschaften, die gerade erwähnt wurden, Polen, Ungarn, Israel, wo nicht immer klar ist, was ist damit gemeint. Das heißt, die Frage ist sozusagen direkte Volksherrschaft und direkte Gewalt gemeint oder eben eine institutionalisierte Ordnung. Und die letztere würde ich vermuten, dass es, was diese Frage der Gewalt oder der Einhegung des Ausnahmezustands angeht, eine ist, wo man zumindest anhand dieser Merkmale sagen kann. Und das ist ja auch beim Ausnahmezustand das eigentliche Prinzip, ist, dass er temporär ist, dass es Regeln gibt, wer ihn ausrufen kann und wer nicht. Und solche Elemente, die dann eben einen entgrenzten, totalen Ausnahmezustand, der der Diktatur dient, von einem Eingehegten unterscheiden können. Zumindest auf der theoretischen Ebene. Okay, also die Frage mag vielleicht für manche komisch zu klingen. Also was haben wir damit eigentlich zu tun, wenn wir über die fragile Demokratie Fragen stellen? Aber mein Zugang ist wieder typisch östlich. Man geht davon aus, dass dort eine Demokratie, anders als die Weicheier in Europa, bereit ist,
Gewalt anzuwenden. Es beginnt damit, dass man Gewalt gegenüber Palästinenser in besetzten Gebieten, dann gegen die eigenen Palästinenser, dann gegen die eigenen Linken anwendet. Und dann ist die Frage, wann kippt es um? Wann ist die Wehrhaft der Demokratie so wehrhaft, dass sie am Ende die Demokratie selbst zerstört? Also das bringt mich also auch zu der nächsten Frage, die hier relevant sein wird. Also wir sprechen hier über die fragile Demokratie. Sie haben hier betont, Demokratie war nicht die Norm in den 20er Jahren. Wenn in Deutschland man um Demokratie kämpft, kämpft man um etwas, was nicht die Norm ist. Und heute, so um 2020, ist wieder die Demokratie nicht die Norm. Der Unterschied ist aber, und da sind wir bei einem Vergleich, der angeblich ein bisschen schief läuft, auch diejenigen, die Demokratie angreifen, sind heutzutage Demokraten. Das heißt, die reden mindestens in der Sprache der Demokraten und benutzen Begriffe aus dem Arsenal der Demokratie. Also vorher war die Frage über Erich Kästner und 28. 28 war der Punkt, oder kam der Punkt, wo Goebbels sagte, okay, wir holen uns aus dem Arsenal der Demokratie die Waffen der Demokratie und die zeigen wir, also wie man Demokratie betreibt. Und es gibt ja auch heute diejenigen, die versuchen, vom Naziregime auch als eine Art von alternative Demokratie, illiberale Demokratie zu sprechen, als wäre das etwas wie Ungarn. Klingt am Anfang etwas sonderbar, aber ich komme ja aus der jüdischen Geschichte, der deutsch-jüdischen Geschichte. Da schaut man im Jahr 32 auf das, was Kurt Blumenfeld sagt. Kurt Blumenfeld sagt so etwas wie, ja, also ist das, was jetzt diese Bewegung, also die Nazi-Bewegung versucht, das ist März 32, vor den Wahlen zum Präsidenten, ist das nicht ein Versuch, eine neue Art von Demokratie zu schaffen, die sich auf einer Führerfigur konzentriert und daran müssen wir uns eigentlich anpassen. Das heißt, auch diese Interpretation, die heute kommt, kommt nicht von ungefähr. Also die konnte man auch als Mitglied der Minderheit, der darunter am Ende gelitten hat, auch behaupten. Und dann ist die Frage, ist die Demokratie heute fragil, weil sie nicht mehr definierbar ist oder weil wir eben die Demokratie, die wir liberale Demokratie nennen, praktisch aufgeben. Und da ist wieder die Frage der Gewalt immer relevant. Oder schlimmer. Also ich weiß, meine Art von Fragestellung ist wieder typisch nahöstlich. Da fragt man sich, woher kommt denn das? Aber das ist am Ende deswegen relevant, weil man immer nach hinten schaut und die Vergleiche zieht. Und dann weitermachen muss. Vielen Dank. Was ich gerade sagen wollte, ist, die Frage kann noch schlimmer gestellt, ist die Demokratie fragil, weil die Wähler die Parteien wählen, die wir nicht mögen. Und wenn man in Großbritannien denkt, kann man das auch sehen. Das ist, also, was macht man mit Brexit, mit dem Wahlergebnis? Also das ist ein... Es gab viel Lügen, es gab viel Hetzen, also die Hetzerei, die Wahlmittel, die Art und Weise, wie das politische Alltagsgespräch stattfand, was es für Wahlbriefe kam. Also dort in dem Postfach haben so Dinge geschickt wie so, nächste Woche, wenn sie wählen, nein, wird 10.000 neue Flüchtlinge in deinem Dorf oder Stadt angesiedelt werden. Also es ist eine komplette politische Lüge. Wie wird man die Demokratie in einer solchen Lage? Dann muss man sagen, wir müssen falsche Wahlplaketen verbieten, wie lange, was. Oder müssen wir sagen, die Bevölkerung muss genug gebildet sein, um für solche Tricks nichts hineinzufallen. Leider aber sind die vielen Menschen sind nicht genügend gebildet, also, oder haben nicht genug Geschichte studiert und erkennen das nicht, was Propaganda ist. Und wenn man sagen, als Kontrapunkt, als
optimistischer Punkt, weil wir die Geschichte haben, haben wir solche Beispiele und wir können die Geschichte nutzen als politische Waffe gegenüber solche Praktikanten, also gegen solche politische Praxis. Also da kann ich sagen, also das, was Sie sagen, ist Balsam für meine Seele, wenn ich selbstverständlich sofort parallel über die Situation in einem kleinen Land im Nahen Osten denke. Also wo man jetzt für die Demokratie kämpft, indem man sagt, Mehrheiten sind eigentlich entscheidend für die Demokratie. Alles andere ist Bagatell oder ist inzwischen Makulatur geworden. Da kommt eben sofort diese Reaktion, wir kennen das aus der Geschichte, wir versuchen aufzuklären und wir scheitern. Mhm. Und die Frage ist selbstverständlich, weshalb scheitert man hier? Ja, vielleicht noch ganz kurz zu der Frage davor nach dem Begriff der Demokratie. Ich glaube, die Tatsache, dass wir darüber jetzt wieder diskutieren in dieser Offenheit, ist erstmal ein Ergebnis einer veränderten, krisenhaften Situation. Und das ist sehr ähnlich der Weimarer oder der Zwischenkriegszeit insgesamt, diese Pluralität an Demokratieauffassungen. Und ist es Mehrheitsdemokratie, ist es der Schutz der Minderheiten, ist es Verfahrensdemokratie oder direkte? Also das ist sicherlich zumindest jetzt aus der europäischen Nabelschau betrachtet vielleicht jetzt sozusagen neu und ein Krisenphänomen. Ich würde aber gern sagen, die marxistische Position dann vielleicht, also es gibt ja auch Gründe für Demokratiekrisen. Also es ist, glaube ich, wir können alle hoffen, dass wenn wir Menschen mehr aufklären und sozusagen Geschichte vermitteln, dass wir auf diese Gefährdung wie auch auf die Möglichkeiten, ihnen zu entgehen, hinweisen. Aber hinter Demokratiekrisen, auch das kann man ja aus der Zwischenkriegszeit lernen, stehen ja auch ökonomische Krisen, stehen politische Krisen, stehen sozusagen reale Erfahrungen. Und die sind natürlich nur schwer einzufangen, allein mit sozusagen aufklärerischer Bildung im Sinne von der Vermittlung historischen Wissens, sondern da geht es ja auch um Verteilungskämpfe, um die Frage, ist also die Demokratie eben, was ich auch angedeutet hatte, nicht nur als politisches System, sondern als soziale Ordnung und die Ungleichheiten und Gleichheiten austarieren muss. Und ich glaube, da wird es noch mal viel komplizierter, als dass es nur eine Sprachfrage ist, sondern eben es ist eine Distributionsfrage auch und eine reale Interessenkonflikte, die dahinter sind und die sich in Demokratiekrisen auch zum Ausdruck bringen. Nicht nur, also und am wenigsten vielleicht bei der AfD, aber in anderen Zusammenhängen vielleicht schon. Könnte man nicht dann so einen Begriff wie Zeitgeist auch ins Gespräch bringen? Also wenn ich darüber denke, wieso klappte es mit dem Aufstand gegen die Regierung im Jahr 89, DDR, Rumänien, Ungarn und Polen, und wieso befinden wir uns heute, 2022, 2023, in einer Situation, wo die Herrscher nicht mehr davon abschrecken oder abkommen, Gewalt anzuwenden, ganz anders als vor 30 Jahren. Was hat sich da geändert? Es ist die Erziehung, Zeitgeist, die ökonomischen Verhältnisse oder irgendetwas anderes? Also wieder so eine große Frage, aber die zielt auf eben ein Rätsel. Ja? Die Frage ist, wieso dachten wir 1990, wir sind am Ende der Geschichte, End of History, die liberale Welt hat gewonnen, und weshalb sitzen wir heute mit Asche auf dem Haupt und heulen darüber, dass die Demokratien sich nicht mehr wehren können. Sie sind so fragil geworden, dass sie sich in einer Situation befinden, wo sie nicht mehr rauskommen können. Und okay, also da werde ich also wieder die Frage weiter oder die Möglichkeit weiterleiten an das Publikum, hier Fragen zu stellen. Bitte. Danke, vielen Dank für diese ganz tollen Vorträge und die Diskussion. Ich habe eine Frage an Frau Middendorf. Es ist ja so, wir diskutieren über den Ausnahmezustand vor allem im Zusammenhang mit Gewalt. Und das ist verständlich, es geht ja gerade um die Nazizeit. Aber es hat natürlich eine sehr starke Prägung. Ausnahmezustand ist was anderes. Befreien wir uns von,
von Schmidt und von Curcio Malaparte, von mir aus. Die Frage, interpretiere ich Sie recht, dass es wichtig ist, sich zu fragen, wovon die Ausnahme, was ist denn die Regel? Ich denke ganz konkret an eines meiner Arbeitsgebiete, Wohnungspolitik. Es gab vom 1. Dezember an 1914 Mietpreiseinigungsämter. Es gab eine Zwangswirtschaft im Wohnungsbereich, auch nach 1918. Das waren eigentlich Vorboten des Sozialstaates. Das gleiche auch nach 1945. Also das, was als Ausnahme erscheint, einige sagten Expropriation, das ist, ja, je nachdem, was der Ausgangspunkt ist. Und das hat natürlich sehr viel zu tun mit Gesellschaftspolitik. Also Ausnahmen, also Notverordnungen können sogar sehr demokratisch sein und in die Zukunft führen. Genau, da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen. Ich würde aber ja, aber sagen. Also weil das ja, das hatte ich ja versucht anzudeuten, dass Grundlagen des Weimarer Sozialstaates oder der Finanzverfassung, der Umverteilung, mit Notverordnungen oder Ermächtigungspolitik oder mit Ausnahmerhetoriken verbunden sein konnten, Aufbrüche, Rationalisierung, gerade vielleicht auch in der Mitte der 20er Jahre, wo sich das transformiert auch zum Teil, also in einzelnen Bereichen, die vorher eben mit Notverordnungen geregelt wurden, die dann mit normalen Gesetzen, aber letztlich im gleichen Geiste, sag ich mal, weiter verhandelt werden und wo es dann sowas ist wie ein Fundament demokratischen Regierens. Aber es kann natürlich auch genau das Gegenteil sein, vor allem finde ich, weil es es schwer macht, Probleme anzusprechen, nicht in diesem Duktus des Außerordentlichen und Schicksalhaften. Und die finde ich, das finde ich, wenn man sich die Quellen der Weimarer Zeit anschaut, eben das hatte ich ja versucht anzudeuten, selbst wenn es um kleinteilige Steuertechniken geht, ist das eben das Schicksal des deutschen Volkes, das da zur Diskussion steht, oder die Existenz oder wie auch immer, oder die Nation. Also diese Frage, kann demokratische Kommunikation, wenn sie immer in diesem Modus des Ausnahmezustands regiert, sozusagen, gibt es da eine Grenze? Wie kann man die eben gezielt auch erreichen, wenn es die Umstände nicht erlauben? Also wenn diese Stabilisierung nicht irgendwie von außen erfolgt, im ökonomischen Sinne kann das ja auch, das wissen wir heute ja auch, kein Nationalstaat mehr alleine bewältigen, die Krisen. Das ist immer ein internationales Phänomen. Und welche Rolle spielt das, oder in der Corona-Pandemie, diese Rhetorik der Ausnahme bei jeder noch so, also das kann sich ja verselbstständigen. Und da, finde ich, ist es dann schwierig mit dem, demokratischer Zustand oder eine ganz normale Form demokratischen Regierens. Aber natürlich können diese Maßnahmen und Mechanismen der Stabilisierung der Demokratie dienen. Ich habe eine Frage an Herrn Zimmermann. Ich habe zwar jetzt von verschiedenen Leuten gehört, die referiert haben, dass sie auf den Begriff der Elite rekurrieren. Ich habe da ein großes Problem damit, weil ich glaube, also erstens mal ist das sehr nebulös. Wir sprechen da auch von einer Schicht, die sich frühzeitig opportunistisch gleichschaltet, die bestimmten Interessen folgt, die Gegner der Weimarer Republik sind, Feinde. Wenn es bei der Frage darum geht, was lernen wir eigentlich, in was für einem Zusammenhang begeben wir, welche Begriffe müssen wir eigentlich verlernen, was ist das für ein Gesellschaftsmodell, was dahinter steckt, wenn man sagt, das sind die Elite, und was wäre dann das Gegenstück, das wäre dann vielleicht der Pöbel, aber ich meine, wir sind die Demokratie, jeder Bürger ist die Demokratie, sollte selber denken, sollte ohne Geländer denken. Wo sind für Sie die Vorbilder, die mitten in dem Tumult, nicht mit dem Luxus von 30 Jahren historischer Möglichkeit nachzudenken, mitten in den 20er und 30er Jahren klarsichtig sind und klar handeln konnten? Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Also der Kampf gegen die Eliten ist ein Kampf im Rahmen dieser Beziehung zur Demokratie, meist im Namen des Volkes gegen die Eliten. Man versucht, die Eliten entweder abzuschaffen oder zu beseitigen im Namen des Volkes. Das, was die Griechen Ochlokratie genannt haben,
das Problem Kampf gegen Eliten ist ja besonders schwierig deswegen, weil ein Teil dessen, was man Eliten nennt, nur ein Konstrukt der Eliten ist. Das heißt, wenn man versucht, eine Rechtfertigung zu finden für eine bestimmte Haltung, die angeblich demokratisch ist, im Namen der Demokratie läuft, aber am Ende die Demokratie zerstört, weiß man Bescheid, dass die Herausforderung der alten Eliten immer einen Vorteil schafft. Also wir sind gegen das System, so hieß es ja nach 1933, wir waren gegen das System. Gegen das System hat man gekämpft, das heißt gegen die alten Eliten, obwohl die alten Eliten mit aufgenommen wurden in die neue Demokratie, ohne das bekannt zu geben oder das zuzugeben. Ich verstehe die Frage auch als Versuch, etwas aus der Geschichte der 20er Jahre und des 20. Jahrhunderts zu lernen über die 20er der heutigen Zeit. In Israel gibt es eine enorme Diskussion, eine sehr harte Diskussion um die Rolle der Eliten in der israelischen Demokratie. Man konstruiert eine Elite, die schon lange nicht mehr existiert, um eben die Rechtfertigung zu finden für diese neue Interpretation von Demokratie, die es heute gibt. Da braucht man sehr viel Aufklärung, um das zu entziffern und das wieder durch andere Interpretationen zu überwinden. Wieder, ich weiß nicht, ob Ihre Frage von mir beantwortet wurde, aber es war eine Frage und es war eine Antwort. Und da ich keine Finger sehe, also da... Ich habe schon, Entschuldigung. Ich wollte fragen, wenn es um die Frage von Erosion oder nicht Fragilität von Demokratie geht, wie sinnvoll finden Sie es, einen Demokratiebegriff mehr oder weniger weit zu definieren? Reicht es nur dann da über Demokratie als Regierungsform reden oder ist es notwendig, über ein Wirtschaftssystem zu reden, über... vielleicht demokratischere Vermögensverteilung, weil es ja auch immer Machtverteilung ist, über demokratisches Erziehen und so weiter. Ja, und vielleicht kann ich ganz kurz noch was zu der Frage davor sagen, weil ich habe ja auch den Begriff der Elite kurz verwendet. Den kann man natürlich unterschiedlich verwenden. In dem Moment meinte ich erstmal nur die Verantwortlichen, also nicht im Sinne einer irgendwie als solche beschriebenen Elite, aber Ihre Frage zielte natürlich noch auf was anderes, wo eigentlich die Handlungsspielräume der Massen, wenn man das mal dagegen setzen will, als Begriff liegen und inwiefern Eliten verantwortlich sind in der Demokratie für deren Erosion. Und ich finde, dass man kann in beiden Gruppen, also ich habe über die Masse promoviert, deswegen bin ich da vielleicht sogar mehr in der Debatte drin als bei den Eliten, aber in beiden Gruppen kann man natürlich Akteure finden, die diesen Zuschreibungen entgehen, also den rechtskonservativen Eliten, die der Weimarer Demokratie entgegenstanden von Anfang an, kann man natürlich innerhalb der Weimarer Führung auch Menschen, Verantwortliche im Regierungsapparat finden, die sich bemühen, demokratisches Regieren unter schwierigen Bedingungen hinzubekommen. Und genauso, Ihre Frage zählte ja eher, was sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, was kann sozusagen in der Gesellschaft selbst oder was können die gesellschaftlichen Gruppen eigentlich tun, um Demokratie zu erhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sozusagen die Massen, welche Rolle spielen die im Erhalt der Demokratie, auch im Kampf gegen die Eliten. Und auch da gibt es natürlich eine Menge Akteure, die wir heute überhaupt nicht angesprochen haben, Gewerkschaften, Verbände, Vereine, all diese Gruppierungen, das leitet vielleicht auch zu der anderen Frage übrig, über was gehört noch zur Demokratie. Aber ich bin auch nicht sicher, ob das jetzt Ihre Frage beantwortet. Ich würde Elite jetzt nicht unbedingt selbst als analytischen Begriff einführen wollen. Ich habe es eher beschreibend im Sinne der Verantwortlichen, Regierungsverantwortlichen benutzt. Zu der anderen Frage, die Weite des Demokratiebegriffs, also das ist natürlich auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, ein Spannungsfeld, das uns heute auch wieder beschäftigt, ist eben Demokratie und Kapitalismus. Da landet man dann natürlich auch schnell in Diskussionen, die sehr abstrakt geführt werden. Das kann man in Weimar genauso sehen, wo das Kapital oder der Kapitalismus eben das Problem ist, das auch die Demokratie hat. Aber das ist natürlich ein wichtiges Element, das habe ich ja auch versucht anzudeuten, dass die Frage der Verteilungsgerechtigkeit, also Gerechtigkeit im Sinne politischer Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, die Kritik am Begriff der Freiheit als ökonomischem Prinzip, aber auch
als sozialem und kulturellem Prinzip. Also das sind natürlich Dimensionen, die dazugehören würden, wenn man das jetzt, wenn man die Diskussion breit führen würde. Das, glaube ich, haben wir jetzt nicht die Zeit, aber ich würde dem einfach das zustimmen, dass es sozusagen mehrere Dimensionen sind, die dazugehören, und politische Bildung oder Demokratieerziehung sicherlich auch. Und das finde ich aber ein Element, das bin ich jetzt keine Expertin, aber mein Eindruck ist, und diese Staatsarchitektur-Beispiel war ja eins dafür, dass das zum Beispiel etwas ist, was in Weimar sich nie wirklich etablieren kann, eine repräsentative Form demokratischer Werte, eine Vermittlung demokratischer Werte. Aber dazu gibt es ja durchaus auch Forschungen, die da anderer Meinung sind. Aber das ist vielleicht ein Aspekt, den, da kenne ich mich jetzt auch nicht wirklich gut aus. Bevor wir schließen, also da habe ich eine Frage an Marc, die mit einer Bemerkung ganz am Anfang zu tun hat. Was Sie gesagt haben, also es gibt diese Kontinuität, Brutalization im Ersten Weltkrieg, dann das, was wir Anfang der 20er Jahre sehen, und nachher dann die Bemerkung, also 33 hätte uns nicht so interessiert, wenn wir nicht 41 im Hinterkopf hätten. Das heißt, aus der Sicht dieser Tagung wäre es wahrscheinlich für Historiker uninteressant oder nicht so interessant zu erfahren, was alles in Deutschland, also mit der deutschen Demokratie passierte, kurz vor 33 und dann nach 33 bis zum Krieg. Das finde ich also sehr steil, weil auch in dem Fall, von dem Sie sprachen, Hitler ist im Jahr 39 ermordet, das Regime kommt zu Ende, wäre doch dieser Prozess, mit dem wir uns jetzt befassen, auch bis zum Jahr 39 oder sogar bis zum Jahr 34, sehr interessant, sehr wichtig, weil wir dort sehen, wie ein System erodiert wird, aus der Sicht der jüdischen Minderheit auf jeden Fall, weil da oder für einen Historiker, der sich mit der deutschen Juden befasst, ist all das, was schon bis zum Jahr 39 passierte, schlimm genug, signifikant genug, um daraus Schlüsse zu ziehen und sich damit zu befassen. Dann meine Frage, ist Ihre Bemerkung nur aus der Sicht eines Erforschers der Gewalt relevant oder auch aus der Sicht des Erforschers des Begriffs der Demokratie? Ich glaube, was ich damit meinte war, und ich freue mich, dass Sie das gefragt haben, was ich damit meinte war, dass wenn wir sagen, dass das Trauma der deutschen Identität und der Gewicht der Geschichte der Deutschen hat mit den Jahren 1941 bis 1945 ist alles zu tun. Und dieses wäre nicht der Fall, falls es nicht zum Gewaltausbruch des Zweiten Weltkriegs gekommen wäre. Und die öffentlichen Einflüsse und Last der Geschichte in Deutschland wäre einander gewesen. Und die hitzigen Debatten, den ersten Historikerstreit oder neueren Historikerstreiten, alle das wäre nicht zustande gekommen. Wir wären sicherlich alle drei Historikern und hatten uns für dieses Thema ein Interesse entwickelt aus der Interesse an der Geschichte, und wir hatten das alles analysiert, aber es wäre nicht so hitzig gewesen ohne das, was später stattgefunden hat. Darum geht es, also wenn wir sagen, hatte die Weimar, um den letzten Punkt als Beispiel zu nehmen, hatte die Weimar Republik, hatte die Demokraten in der Weimar Republik eine starke demokratische Tradition entwickeln können oder entwickelt. Die Debatte ist wichtig, weil es ist eine Frage, hatten sie das wirklich gehabt, dann wäre vielleicht der Demokratie in der Lage, wäre die Demokraten in der Lage, eine andere Geschichte zu schreiben. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig zu sagen, wenn wir über die deutsche Geschichte, wenn wir in einem Raum stehen und diskutieren, dieses Thema ist immer dabei, auch wenn es nicht im Titel der Tagesordnung steht. Da. Also ich, und damit schließe ich. Also ich bin so touchy, weil bei jedem Versuch, Weimarer Zustände und Zustände im Nahen Osten, im kleinen Land zu vergleichen, sofort
mit dem Punchline, also mit der Bemerkung endet, hey, Auschwitz kommt bei uns nicht in Frage. Was bedeutet das? Dass all das, was vorher passierte, eben leicht zu relativieren ist. Deswegen bin ich so touchy. Okay, also ich bedanke mich sehr für Ihre Teilnahme.